willkommen zu einem neuen What I Eat in a Day. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und werde das Ganze jetzt so ein bisschen zackiger, lockerer machen. Deswegen fangen wir einfach gleich an. Heute Morgen gibt es einen Smoothie Bowl. Mir ist im Moment so ein bisschen nach was eher Leichtem, Kaltem. Sonst esse ich ja gerne auch mal Porridge. Und in den Smoothie Bowl gebe ich Blattspinat. Ich habe jetzt frischen Spinat. Ihr könnt aber auch zum Beispiel gefroren nehmen, je nachdem auch was gerade Saison ist. Chiasamen, Matcha, meine liebste Zutat. Dann benutze ich eine Avocado. Dann benutze ich eine Banane. Milch, in dem Rezept, was ich gesehen hatte, war Mandelmilch drin. Aber ich habe jetzt eben Reismilch. Könnt ihr nehmen, was ihr gerade da habt. Und als Topping benutze ich dann auch noch Heidelbeeren. Im Originalrezept war auch Proteinpulver drin. Ich bin aber nicht so der Fan von Proteinpulver, deswegen gebe ich jetzt Bourbon Vanillezucker dran, weil ich mag so ein bisschen diese Vanillenote. Ihr könnt aber auch Honig nehmen oder irgendeine andere Art von Süßungsmittel. Als erstes gebe ich den Spinat in den Mixer. Habe ich natürlich vorher gewaschen. Dann Chiasamen. Als nächstes gebe ich ein bisschen Matcha-Pulver dazu. Ihr braucht nicht so viel davon. Es ist sehr potent. Von der Banane mache ich jetzt ungefähr die Hälfte dran. Dann geben wir die Avocado dran. Schauen wir mal, ob ich heute wieder den Avocado-Tanz mache. Ja. Habt ihr eigentlich einen Geheimtipp, wie ihr den Kern hier rausbekommt? Ich versuche immer so den Trick mit dem Messer, aber meistens mache ich dann noch mehr von dem Kern ab. Jetzt geben wir noch das Süßungsmittel dazu. Oh, das riecht so gut. Mein Gott. Besser mehr als weniger in meinem Fall. Und dann kommt eigentlich nur noch die Milch dazu. Je nachdem, wie cremig ihr das haben wollt oder flüssig, macht ihr so 1 bis 2 Esslöffel dran. Und jetzt verblenden wir das Ganze. So, und jetzt kommt eigentlich alles schon in die Schüssel. Ich liebe übrigens die Schüssel, die habe ich ganz neu von einer Followerin bekommen. Vielen Dank an dich. Ich finde, damit sieht alles gleich viel schöner aus. Jetzt kommen nur noch die Toppings drauf. Ich habe mir ja so ein bisschen Banane übrig gelassen. Dann mache ich mir noch ein bisschen von den Blaubeeren drauf. Und dann noch so ein bisschen Chiasamen als Topping. Ihr könnt, wie gesagt, auch noch Nüsse oder irgendwie was anderes drüber geben, aber ich habe morgens halt nicht so einen Hunger. Und ihr könnt auch noch sowas wie Agavendicksaft oder Honig oder so drüber machen, wenn es euch nicht süß genug ist. Aber ich finde es halt super cremig und durch die Toppings, vor allem wenn ihr auf süße, reife Bananen achtet, finde ich es mega lecker. Es ist Mittagszeit und ich gebe den Löffel, den symbolischen Löffel ab an... An mich? An Pablo. Ist das dein Lieblingsgericht von mir? Genau. Mittlerweile? Ja, also Pablo hat so ein paar Key-Gerichte, die richtig lecker sind, die er immer und immer wieder macht. Und das ist so ein abgewandeltes Rezept, was wir jetzt schon sehr oft nachgekocht haben. Und das macht immer Pablo, weil er das richtig, richtig gut kann. Und zwar... Geklaut von Cornelia Poletto. Ja. Genau. Also eigentlich ist das ja mit Hähnchen, wir machen das mit Brokkoli. Dann nennen wir das einfach mal Brokkoli-Pasta. Genau, also so Zitronen-Ingwer-Pasta mit Brokkoli. Okay, dann zeig doch mal, was du so benötigst und ich verschwinde hinter die Kamera. Also die Basis sind natürlich Nudeln, da könnt ihr jegliche Nudeln benutzen. Wir haben hier Dinkelnudeln. Natürlich brauchen wir frischen Brokkoli als Topping. Zitrone, Chili und Ingwer haben wir hier. Knoblauch ist ganz wichtig. Und am allerwichtigsten ist wirklich Sesamöl. Benutzt bitte kein anderes Öl. Sesamöl verleiht dem Ganzen so eine bestimmte Note. Jasmin ist ja leider allergisch auf Sojasauce. Das heißt, wir benutzen hier so eine Sojasauce-Alternative. Lupinensauce heißt die. Salz natürlich. Ich habe ja Chili schon erwähnt, aber Sambal Oelek ist auch nochmal eine ganz tolle Alternative. Und am Ende geben wir natürlich den Nussremouf
mit Koriander darüber. Wir benutzen hier noch Garam Masala, das verleiht dem Ganzen so eine schöne, ja, orientalische Curry-Note. Genau, also ich bereite parallel gerade schon einen Topf mit heißem Wasser vor. Den Brokkoli schneide ich klein in so Röschen. In diesen Topf kommen jetzt die Brokkoli-Röschen rein und gleich kippen wir heißes Wasser runter, damit unser Brokkoli einfach ein bisschen Feuchtigkeit zieht, ein bisschen weich wird, aber einfach nicht durchkocht. Mittlerweile haben wir hier auch schon unseren heißen Topf mit Wasser für die Nudeln und parallel die Pfanne aufgeheizt. Hier kommen nämlich gleich die nassen Brokkoliröschen rein. Das waren jetzt ungefähr 2 Minuten. Wir gießen sie jetzt ab. Und jetzt kommt das in die heiße Pfanne ohne Öl. Öl kommt noch nicht rein. Weil wir hier noch ein bisschen Restfeuchtigkeit haben, salze ich schon mal. Und zwar benutze ich hierfür so einen, ja, Messlöffel. Ich bin voll schlecht im Salzen. Jasmin regt sich immer total auf. Die fangen an, so vor sich hin zu grillen. Genau, und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir Öl dazu packen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so einen wunderbaren Rösteffekt. Also wir mögen das besonders kross, so wie diesen Kollegen hier. Ich zeig's ihn mal. Mhm. Ich gehe jetzt ein bisschen runter mit der Hitze. So, jetzt kommen die Nudeln ins Spiel. Und jetzt kommt Knoblauch dazu. Ganz wichtig, dass das nicht zu heiß ist, ansonsten brennt euch der Knoblauch weg. Ich nehme jetzt hier einen halben Löffel von diesem Garam Masala Pulver. Das jetzt dazu. Als nächstes kommt Sambal Ölek dazu. Bloß nicht zu viel, das ist unglaublich scharf. So, das reicht, glaube ich. Ein bisschen noch. Und Ingwer darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn ihr frischen Ingwer habt, dann umso besser. Wir haben jetzt hier Ingwerpulver. Und hier auch nochmal ein halber Teelöffel. Das Ganze wird vermischt. Jetzt, wo das Ganze gut durchgemischt ist, packen wir noch ein bisschen Sojasauce dazu. Das ist jetzt diese Alternative. Unsere Brokkoliröschen sind jetzt eigentlich schon fertig. Wir warten jetzt nur noch auf die Nudeln. Und wenn die ready sind, kommen die hier dazu in die Pfanne. So, wir haben das Ganze jetzt schon mal serviert und jetzt kommen nur noch 2 Sachen dazu. Und zwar zum einen Zitrone. Ganz wichtig hier, nicht sparsam zu sein. Und ganz wichtig, das gibt dem Ganzen nochmal so den perfekten Twist, Koriander. Also falls ihr irgendwie ein Kindheitstrauma haben solltet mit Koriander, gibt dem Ganzen wirklich eine Chance. Das gibt dem Ganzen so einen wunderschönen Geschmack. Probiert es bitte aus und schreibt uns dann in die Kommentare, ob es euch geschmeckt hat. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Als Snack mache ich heute Muffins. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Muffins gemacht habe. Wenn ja, ist das schon sehr lange her. Und zwar mache ich Zitronen-Mohn-Muffins. Ich freue mich schon sehr darauf. Was ihr dafür braucht, ist einmal Mehl. Ich benutze jetzt Dinkelmehl, Mohn. Ich stand vor dem Regal. Es gab so viele Sorten Mohn. Ich habe mich für Blaumohn entschieden. Backpulver und Baking Soda, Natron, Salz und Puderzucker. Und dann an nassen Zutaten benötigt ihr Butter, Zitrone und zwar am besten eine Bio-Zitrone, weil ihr benutzt auch die Schale, Honig oder ein anderes Süßungsmittel, Joghurt, in meinem Fall ist das jetzt Haferjoghurt, weil ich finde Haferjoghurt ist so der sauerste Joghurt. Optional könnt ihr auch noch ein paar Heidelbeeren dran machen, habe ich halt noch vom Frühstück und ich benutze Heidelbeerfruchtaufstrich und noch 2 Eier. Jetzt mixen wir erstmal die trockenen Zutaten zusammen. Das Mehl. Dann benötigen wir Backpulver und Natron. Eine Prise Salz und natürlich noch Mohn. Boah, das riecht so gut. Jetzt vermischen wir das Ganze einfach nur ganz grob. Und dann stellen wir das zur Seite, weil wir uns erstmal um die nassen Zutaten kümmern. Jetzt brauchen wir einmal geschmolzene Butter. Ihr könnt übrigens auch Kokosöl nehmen oder Olivenöl. Ich habe jetzt einfach Alsan genommen, die nehme ich eigentlich immer zum Backen. Jetzt lasse ich das langsam schmelzen und dann abkühlen und dann können wir das mit zu den nassen anderen Zutaten geben. Als erstes brauchen wir Zitronenabrieb. Vorher natürlich dann noch gut abwaschen. Jetzt kommt der Joghurt dazu. Den wiege ich wieder ab. Dann kommt der Rest der Zitrone dran. Dann kommt jetzt Honig dran. Eigentlich 170 Gramm, aber das finde ich ganz schön
viel. Aber ich habe auch gar nicht mehr so viel Honig, deswegen mache ich jetzt einfach so viel dran, wie ich habe. 140. Und als letztes kommen noch die Eier dran. Und dann vermixen wir das alles. Jetzt kommen die trockenen Zutaten zu den nassen dazu. Jetzt fette ich einmal die Muffinform ein und dafür benutze ich wieder Balsam. Jetzt gebe ich die abgekühlte, geschmolzene Butter dazu. Dann verrühren wir die nochmal. Und ich mag meine Muffins sehr saftig, deswegen mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, entweder wenn man Schokostückchen mit reingibt oder Früchte. Heidelbeeren sind ja da eigentlich so ein Klassiker und da ich die eh noch vom Frühstück habe, gebe ich die jetzt einfach mit drunter. Ich habe übrigens den Ofen vorgeheizt auf 200 Grad. Der ist jetzt schon vorgeheizt und jetzt gebe ich das Ganze in die Muffinform. Die Muffins gehen jetzt in den Ofen, 11 bis 15 Minuten oder ihr könnt auch mit einem Zahnstocher reinstechen, bis quasi kein Teig mehr am Zahnstocher stecken bleibt. Ich habe jetzt gerade ganz viel geplappert, aber mein Mikrofon war nicht an. Deswegen zeige ich euch jetzt, was ich gerade gemacht habe im Schnelldurchlauf. Also ich habe jetzt gerade die Glasur gemacht. Die besteht aus Puderzucker als einzige trockene Zutat. Dann gebt ihr Heidelbeermarmelade dazu. Bisschen wieder geschmolzene Butter habe ich eben gerade nochmal schmelzen lassen und auch abkühlen lassen. Und dann habe ich von einer halben Zitrone Abrieb benutzt. Hier auch wieder Bio-Zitrone verwendet. Und dann den Saft und dann das Ganze, wie ihr seht, verrührt. Sieht so aus. Und dann habe ich immer mal noch mal ein paar Tropfen mehr von der Zitrone dazugegeben, bis es eben die Konsistenz hat, wie ich das haben wollte. Und das kann jetzt auf die Muffins draufkommen. Ich habe die Muffins jetzt abkühlen lassen draußen. Ging sogar relativ schnell. Und ich habe sie jetzt aus der Form genommen. Guck mal bitte, wie süß die geworden sind. Richtig perfekt. Und jetzt habe ich ja hier meine Glasur, die meiner Meinung nach irgendwie sehr wenig aussieht, aber gut. Ich bin ja da, wie gesagt, eh nicht so der Profi. Und man braucht eigentlich echt nicht so viel. Abendessen gibt es heute Kimchi Fried Rice, eins meiner Lieblingsgerichte. Pablo liebt es auch. Es geht schnell, fix und wenn ihr asiatisch-koreanisch liebt und es auch ein bisschen scharf oder ein bisschen sehr scharf, nein, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr gerne mögt, dann könnte das euer Gericht sein. Ihr benötigt natürlich auf jeden Fall Reis. Ihr könnt Sushi-Reis benutzen, ich mag Jasmin-Reis am liebsten. Und am besten geht es mit Reis, der schon ein bisschen älter ist, also vom Vortag oder so. Fischsoße, Lupinsoße oder Sojasoße, sowas in der Art. Eigentlich kommt Gochujang dran, habe ich aber nicht gefunden, deswegen nutze ich jetzt noch meine Reste von Sambal Oelek. Frühlingszwiebeln, ihr könnt Frühlingszwiebeln und normale Zwiebeln benutzen. Ich habe jetzt einfach nur Frühlingszwiebeln. Dann mache ich obendrauf noch ein Spiegelei. Oben drüber gebe ich ein bisschen Sesam und ich liebe diese Algen-Snacks. Die habe ich sogar bei Edeka gefunden. Und natürlich Kimchi. Das Kimchi habe ich jetzt bei Dance, also im Biomarkt, gefunden. Als erstes gebe ich das Kimchi in ein Sieb, weil wir wollen, dass es richtig schön trocken ist. Und das braten wir gleich auch ganz trocken an. Und ihr drückt es hier rein ins Sieb, dass der Saft austritt. Und dann mache ich als erstes einen Wok ganz heiß an. Jetzt schneide ich schon mal ein bisschen Zwiebel. So, dann können wir eigentlich auch schon mal zum Wok gehen. Jetzt geben wir den Kimchi in die ganz heiße Pfanne, so in den Wok. Also bis es so leicht braun wird, könnt ihr es drin lassen. Ihr riecht das dann auch. Jetzt ist das Ganze so leicht braun, man riecht es auch. Dann ist es Zeit, dass wir es rausnehmen. Erstmal müssen wir das jetzt hier ein bisschen runter drehen. Und jetzt kommt eine ordentliche Menge Butter dran und die Zwiebeln.
Jetzt kommt das Kimchi wieder dran. Und dann auch direkt der Reis. Das ist der ältere Reis. Ihr seht, der ist schon so ein bisschen härter. Und dann gebt ihr die ganzen flüssigen Sachen rein. Also den Kimchi-Saft, Gochujang oder Sambal-Ölek, je nachdem, was ihr da habt. Fischöl, Sojasauce, so ein bisschen mit Auge. Also ich habe da jetzt keine genauen Angaben. Jetzt kommt die Sojasauce oder Alternative drüber. Und dann kommt ein bisschen Fischsoße oder Alternative drüber. Dann könnt ihr erstmal ein bisschen abschmecken und wenn ihr mögt, könnt ihr noch Salz dran machen. Und dann lasst ihr das Ganze auf niedriger Stufe so ein bisschen anbraten. Ich mag das, wenn das so ein bisschen kross wird. Und in der Zwischenzeit habe ich hier schon eine Pfanne. Da mache ich mir jetzt kurz zwei Spiegeleier. Ich gebe ein ganz klein wenig Salz noch dran. Ein bisschen Pfeffer. Ich finde, es schmeckt einfach so lecker. Und dann gebe ich einen Deckel drauf. Und am Ende gebe ich jetzt hier nochmal eine Frühlingszwiebel dran, aber frisch, weil ich mag, wenn das noch so ein bisschen knackig ist. Reis ist fertig. Ei habe ich jetzt auch schon drauf gegeben. Jetzt kommt hier ein bisschen von dem Snack dazu. Bei mir auch wieder eher mehr als zu wenig. Ein bisschen Sesam. Das ist mein Abendessen. Ich kann euch garantieren, es ist super lecker. Ich mag es sehr gern. Und das war es auch mit dem What I Eat in a Day. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass da vielleicht ein Gericht für euch dabei war, wie das nachkocht, nachbackt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!